weiter. Also es geht los. Ich begrüße auch die Damen und Herren herzlichst auf der Simmeringer Hauptstraße. Jeder ist willkommen, kurz innezuhalten und zuzuhören. Ich begrüße meinen heutigen Gast, Gerald Messler. Danke. Der kommt gleich ins Bild. Bitte Platz nehmen. Wir sehen die Leute nicht, aber sie hören uns. Eventuell können sie es auch sehen. Eventuell. Genau. So, ja. Zuerst einmal das Gerät einschalten. Genau. So, jetzt geht's offiziell los. Herzlich willkommen zur Tour de Rituals. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Mein Name ist Gerald Straub. Es ist eine Sonderform der geplanten Tour. Wir sind hier im House of Rituals im Rahmen der Wiener Art Week. Zu meiner Linken, zu eurer Rechten sitzt der Gerald Messler, Künstler, Theoretiker, Forscher. Hinter uns Fabian Antosch, Künstler und Architekt, wird im Sinne der Gerichtszeichnung unsere Konversation aufnehmen. Gleichzeitig wird dieses Gespräch eben übertragen auf die Simmeringer Hauptstraße. Es geht um Rituale im weitesten Sinn und im Besonderen um Finanzrituale. Ja? Und ich habe ein bisschen Sichtwasser. Es geht mir durch den Kopf, wenn ich das höre, Rituale und Finanz, ohne lang zu überlegen, was fällt dir dazu ein? Welche Rituale gibt es in der Finanzwelt? Vielleicht ist die ganze Finanzwelt eine Art Ritual, ne? Ständig läuft, 24 Stunden am Tag und heutzutage in einer für Menschen gar nicht mehr nachvollziehbaren Geschwindigkeit. Also es ist von einem Menschenritual zu einem Maschinenritual geworden. Ich kann mich noch erinnern, an einer deiner Performances, dass eine Anzahl an Leuten sozusagen auch so Tanz oder so Bewegungsabläufe performt haben, die sich wiederum beziehen auf Stock Exchange oder Börsenbewegungen. Habe ich das richtig im Kopf? Oder? Naja, das ist eine Art von Experiment, das ich hoffe auch wieder machen zu können in Zukunft, wenn das wieder geht mit diesen körperlichen Aktivitäten. Und das hat einfach viel damit zu tun gehabt oder hat damit zu tun, dass die Art und Weise, wie diese Bereiche ablaufen, damit meine ich jetzt nicht nur Finanzmärkte, also automatisierte, algorithmische und so weiter, sondern im Prinzip datengetriebene Bereiche, dass die eine Auswirkung haben, die gesellschaftlich gigantisch ist. Ne? Also auch individuell, sie sind extrem affektgetrieben meistens. Also es geht jetzt so sehr darum, wie wir wissen, dass wir ja da jetzt sozusagen die Beste aller Auswahlen kriegen und dann nehmen wir uns die ganz rational, sondern geht darum, wie in der Werbung prinzipiell Leute davon zu überzeugen oder wie man auf Englisch sagt, zu persuaden, dass sie etwas tun, ob sie es wollen oder nicht. Und das ist natürlich auf der Ebene nicht nur von Konsum, sondern auch von Arbeit und so weiter und so fort, diese starken Veränderungen extrem stark einwirken. Ein Begriff dafür ist Burnout zum Beispiel, ne, um jetzt nur einen zu nehmen. Aber auch sozusagen auf einer sehr affirmativen Ebene Quantified Self, also dass die Leute sich selbst optimieren, damit sie durchaus maschinische Kompetenzen verwenden, um das zu machen. Und gleichzeitig, also es hat sozusagen starke Auswirkungen auf die Körperlichkeit, aber wir gehen auf das zu, ob jetzt in der Form von Affirmation oder auch Kritik, mit den klassischen alten Mitteln der Repräsentation. Das heißt, wir denken drüber nach oder wir versuchen drüber nach. Worüber denken wir nach? Was für Auswirkungen das hat, wie wir damit umgehen können. Wenn wir sozusagen in diesen Auswirkungen drin sind, also einen Burnout haben, versuchen wir trotzdem irgendwie damit sozusagen mental umzugehen und ähnliche Dinge. Und was wir dabei eher ausschließt oder was da nicht so intensiv durchkommt und was ich glaube halt ein großes Potenzial hat, ist der Körper. Also sozusagen das Performative, dass diese neuen Technologien einbringen, ist etwas, das, auf das der Körper vielleicht interessantere, bessere Antworten bringen kann oder Parallelitäten, mit denen wir dann agieren können, weil der Körper selbst ja auch viel stärker in diesem performativen Zusammenhang ist, als jetzt der Mind, die ja auf Repräsentation abgestellt ist seit Jahrhunderten. Aber jetzt einmal zurück zu der Idee von Ritual und von Burnout, ja? Und von
Optimization oder wie man das nennen will, ja, und Finanzökonomie. Also einerseits sind wir gefangen in dem Druck und in bestimmten Wertigkeiten. Ja. Also Burnout ist jetzt positiv oder negativ besetzt, aber trotzdem muss es irgendwie eine Funktion haben oder hat es einen Ort oder eine Benennung. Ja. Und jetzt, wenn bleiben wir bei diesem Burnout, weil das finde ich auch faszinierend, jetzt gerade mit dem ganzen Lockdown und diesen Geschichten, weil es heißt, man kann zu Hause bleiben, wenn man das Homeoffice nicht schafft. Ja, also könnte man so noch weiter. Also das Wichtigste ist, Arbeiten zu geben. Ja, und das ist immer das höchste Gut und das wird bewertet als positiv. Wenn man das zu Hause nicht schafft und ein Burnout bekommt, kann man die Arbeit wieder ins Büro verlegen und dort das Burnout bekommen. Aber die Wertigkeit des Burnouts sozusagen ist ja allein aufgrund von der ständigen Präsenz der Möglichkeit von einem Burnout ja gar nicht mehr so schlimm. Was bedeutet das? Wie hängt das zusammen mit dem Druck oder mit Technologie oder mit. Wie hängt das damit zusammen, was du gerade gesagt hast? Naja, wenn du es auf der Ebene des Rituals sehen willst, könnte man auch sagen, dass das Ritual sich verselbstständigt und automatisiert und auf einer Ebene abläuft, in der es sozusagen den Menschen als Körper oder als Mitwirkenden, mit dem Körper ist ja noch geistig, immer weniger braucht und deswegen hat der Mensch Stress, wenn in seine eigene Welt überhaupt noch Existenz. Weil die Automaten mehr oder weniger ja sehr viele Sachen selbst übernehmen. Der Mensch sozusagen immer mehr und mehr den Stress hat, sozusagen da mitzuhalten. Und in vielen Bereichen das auch gar nicht mehr geht. So gesehen ist der Mensch ein sozusagen Affekt dieser Systeme auf einer bestimmten Ebene und kann, oder ist die Frage sozusagen, was tut man da? Oder ist das sozusagen eh schon sinnlos geworden? Wird irgendwann das Übernehmen das System, also das Schlagwort Singularity zum Beispiel in der Routine. Welche Rituale sind da eigentlich noch für Menschen sinnvoll als Akteur mitzutragen? Also jetzt ist ja in der jetzigen Situation geht es sozusagen um das Ritual der Weihnachtseinkäufe, die gerade jetzt weggebrochen sind, was große Aufregung natürlich macht. Wir können uns jetzt schon vorstellen, falls dieser Lockdown ab 6., also am 7. Dezember im Prinzip wieder weg sein sollte, was dann los sein wird, also kann man sich schon darauf einstellen, dass im Jänner der nächste Lockdown sein wird, weil alle natürlich dieses Ritual, das Weihnachtsritual brauchen. Gleichzeitig ist das Ritual schon ausgelagert auf datengetriebene Einkaufsmöglichkeiten, also die großen Plattformen machen natürlich ihre großen Umsätze jetzt. Das verängstigt natürlich den Handel, weil man den Umsatzeinbruch hat, weil weniger Leute einkaufen wird, sondern weil es shiftet immer mehr in den Online-Bereich und so weiter und so fort. Ne? Also der Burnout jetzt auch gesellschaftlich gesehen ist offensichtlich nicht so was wahnsinnig wünschenswertes, weil was tun wir denn mit dem ganzen lebenden Menschenmaterial, das wir da geben? Hängt das nicht auf der Familie an? Aber jetzt ist ja auch wir sind Teil ein Nachhall der 70er und 80er zu glauben, dass es halt ständig noch genug Arbeit gibt in so hochzivilisierten, sozusagen hochtechnologisierten Gesellschaften. Und trotzdem wird so getan, als ob es für jeden Arbeit gäbe. Ja? Jetzt verschärft sich die ganze Situation, jetzt gibt es auch noch weniger Arbeit, sozusagen, als es sowieso schon gäbe. Und trotzdem wird versucht, einerseits daran festzuhalten an etwas, was es schon gegeben hat. Es soll irgendwie weitergehen, normal. Es muss eigentlich wieder normal werden. So ist so der Grundton. Ja? Und diese Normalität hat es in der Normalität schon gegeben. Und jetzt gibt es einen Ausnahmezustand und die Normalität wird auch noch weniger normal werden. Ja? Wie siehst du das mit diesem ganzen Gedanken von Grundeinkommen und von Menschenmaterial, die nichts zu tun haben? Besonders lustig finde ich ja, dass die ehemalige Arbeiterpartei, die SPÖ, ja gegen das Grundeinkommen ist, zumindest in den letzten Jahren immer sehr dagegen ausgesprochen hat, weil ja Arbeit der höchste Wert ist und man die Leute in die Arbeit bringen muss. Und das hätte ja mit Arbeit scheinbar so gesehen jetzt nichts zu tun. Das ist ja irgendwie so eine vereinfachte Interpretation. Also. Thank you.
Gewaltmaßnahmen, die Europa ja extrem geschadet haben, die sind im Moment weggeblasen. Jetzt wird es kommt drauf, der Staat kann sehr wohl Schulden machen. Auch Staaten, die jetzt ihre eigenen Währungen ausgeben, die können das doch sowieso, weil die drucken halt auf Geld, wenn man so will. Und wenn die Inflation niedrig ist, macht es auch sehr, sehr wenig, weil sich das Geld mehr oder weniger über die Jahre, die ein Staat ja hat, sehr viele Jahre, mehr oder weniger zurückspielt, in Luft auflöst, unter Anführungszeichen. Und in der Situation sind wir schon, finde ich, wo es ein Umdenken geben könnte, dass man das langsam kapiert, dass diese alte neoliberale Austeritätspolitik ein extremer Schaden eigentlich ist und niemandem was bringt, außer den wenigen, die denen sowieso dem irgendwas bringen und damit auch die Wohlstandsschere weiter auseinandergeht. Und man sieht jetzt, dass diese Dinge sehr wohl gehen, dass man sehr wohl Geld auf eine ganz andere Weise schöpfen kann und sie sinnvoll adaptieren kann, das sind wir erst am Anfang, das kann man da viel, viel weiterdenken. Und ich würde da gar nicht so stehen bleiben beim Grundeinkommen, das ist nur für sehr sinnvoll halten würde, weil ich glaube, der Begriff Arbeit ja auch schon in den letzten 200 Jahren extrem kontextualisierter ist und natürlich auch neu definiert werden kann, weil Arbeit als sinnvolle Tätigkeit von Menschen, das ist, was Menschen ja auch tun und brauchen, weil es nur rumhängen sozusagen, ist ein nicht sehr befriedigender Zustand für den allergrößten Teil der Menschen. Natürlich, weil eine sinnvolle Tätigkeit wird sich daraus ergeben, wenn man die Freiheit hat, zu tun. Sondern dass das auch auf anderen Ebenen von Investitionen, von Ausgaben und so weiter sich sozusagen durchsetzt. Also nicht nur Grundeinkommen, sondern auch eine ganz andere Art von Investitionspolitik, wenn man das sagt. Ja, aber wenn man das ein bisschen verfolgt. Geld als Mittel, sozusagen Mittel zur positiven Förderung und nicht nur als Zwangsmittel. Wir sind ja in einer Ökonomie, die sich immer mehr und mehr auf die wichtigen Teilen, nicht mehr auf Mangel aufsetzt, sondern was man eigentlich auf Abundance, nicht? Sondern auf Fülle, die ganze digitale neue Ökonomie, die gigantisch geworden ist, die hat ja sowas auch gar nicht. Deswegen sind auch Inflationsraten niedrig. Und deswegen hat man Möglichkeiten, da sehr viel zu tun. Na, insofern tun sich schon neue Türen auf, zumindest breiter. Wenn jetzt wenig diskutiert worden ist in den letzten Jahren und immer noch so, wie ich vorher gesagt habe, so getan worden ist, als ob sozusagen die Arbeitsstellen wachsen und jeder beschäftigt werden kann, ist das jetzt natürlich jetzt eine Beschleunigung von der Idee abzukommen, ja? Zum Grundeinkommen oder mit der Krise zu sehen, das geht einfach nicht. Ja? Aber dann diese Verbindung zwischen Burnout, Wertigkeit, Geld beschaffen, Erwerbstätigkeit an sich und welchen Werten man den gibt, da ist es ja wirklich so, dass vieles zusammenbricht an Glaube. Und jeder Glaube hat ja auch Rituale. Und wenn jetzt sozusagen die Wertigkeit dieses Glaubens einbricht, eben wie das Arbeit das höchste Gut ist, dass sozusagen neoliberale Politik das Beste ist, dass sozusagen Märkte geschaffen werden müssen, um sozusagen die Maschine am Rennen weg. Ja? Und jetzt klemmt die Maschine. Und trotzdem gibt es einen ganz, ganz intensiven Glauben daran, dass es wieder so wird. Das finde ich jetzt so interessant, dass diese Sehnsucht nach dem, wie es war, größer ist als die Realisierung von dem, dass es nie mehr so sein wird. Weil es kann ja nicht erzwungen werden. Diese Krise sozusagen wird einfach, oder kann zumindest nicht für viel länger so aufrecht, kann die Vergangenheit nicht so aufrechterhalten. Zwei Sachen dazu? Ja. Also das eine ist das, dass es nur noch aufrechterhalten wird, also dass es noch Märkte gibt, Finanzmärkte, und dass die weltweit noch in unglaublicher Weise agieren und natürlich auch dadurch nationale Ökonomien irgendwie schon stützen und den Zusammenbruch aller Wirtschaftssysteme seit der Krise ein bisschen verhindert haben, hat damit zu tun, dass zuerst natürlich wie immer die Fed, also die amerikanische Notenbank und dann in Folge auch die europäische Notenbank und so weiter, einfach die Geldsteuer, also die drucken einfach Geld in unfassbarer Menge. Das heißt, das Grundeinkommen auf einer kapitalistischen Ebene, das gibt es ja schon. Das gibt es seit 2008. Seit damals gibt es quantitative easing und so weiter. Da werden gigantische Geldsummen zur Verfügung gestellt, um diesen Kreislauf, diesen globalen, und natürlich zum Teil auch national, aber diesen globalen Kreislauf der Finanzmärkte aufrechtzuerhalten. Also wenn man so will, hat man hier, man kann das nicht auf die Grundeinkommen nennen, aber jetzt sozusagen als Metapher dafür, sozusagen, wie in diesem System das läuft. Und seit März ist das durch die Corona-Krise noch einmal verstärkt worden.
Das Garten hat sich noch einmal beschleunigt. Intraday, also sozusagen die wirklich spekulative, kleine Versuchung, dann noch schneller Geld wo rauszuholen, ist ins Gigantische gestiegen, sind Billionen, um die es da heutzutage geht. Also in einem Prinzip sozusagen läuft diese Frage noch schneller, aber schneller in dem, nicht im algorithmischen Sinn, sondern so, dass mehr und mehr Leute sich jetzt plötzlich beteiligen, weil man sich vielleicht noch schnell was holen kann. Man sieht es vielleicht, man sieht es zu Hause, hat eh nichts zu tun, also kann man gut zocken sozusagen. Ne? 99% der Kleinanleger, wenn man die so nennen will, verlieren normalerweise ihr Geld, also das wird wahrscheinlich jetzt dann wieder relativ aber so funktioniert es. Auf dem Grunde irgendwann einmal allwissentlich sein seid oder zumindest eine Normalität geworden ist, mit der man irgendwie umgehen muss, der weitergeht. Und gerade in der Hinsicht verändert sich natürlich sehr, sehr viel. Und ein Grundeinkommen hätte vielleicht schon die Möglichkeit, dass das mithilft in der Veränderung, weil Menschen sozusagen ein bisschen befreiter sind aus den Strukturen, wenn du so willst, aus den Ritualen, wenn man das so sagen will, ein bisschen rauszudenken, ein bisschen was anderes zu probieren, in denen sie ihr Leben lang drinnen waren. Denn wir werden andere Formen von Werterzeugung brauchen, von Wertproduktion, werden andere Formen von Austausch brauchen, ähnliche Dinge, die leider die ganz anders aufgestellt sind und in denen zum Beispiel so Wertcharakter und so weiter und so fort nicht nur der Menschen gegeben ist, sondern auch die natürlichen Agenten und ähnlichen Dinge. Da braucht man sicherlich eine gigantische Erweiterung. Und das wäre sicherlich eine Möglichkeit, ein bisschen zumindest das zu unterstützen. Aber zu dem Leverage. Ja, zu dem, wie übersetzt man Leverage? Im Leverage ist eines der Probleme, dass es irgendwie wirklich keinen vernünftigen deutschen Begriff gibt. Dafür. Also, wenn du es wortwörtlich übersetzt, heißt das Hebelwirkung. Ne? Das sagt aber leider gar nichts. Also im Prinzip Fremdfinanzierung ist eine Möglichkeit. Verschiedene Varianten von Leverage. So kann man sich so vorstellen, dass dann Finanzmärkte unabhängig von der ganzen Corona-Geschichte so handeln, wie sie es auch von mir aus vor 3 Jahren, vor 2 Jahren, seit 2008 handeln. Hat sich dafür am Finanzmarkt nicht viel geändert, sondern es hat sich nur sozusagen verschärft oder abgespeedet oder das mit dem Schulden machen, das diese Märkte, die sich verschieben, spielt die Krise da eine Rolle oder ist das sowieso irrelevant, weil das Werk eh weitergeht? Nur das Bewusstsein ist anders drüber, für die ausstehen. Ja, Finanzmärkte, was die Finanzleute tun, ganz vereinfacht gesagt, ist ja die Chancen und Risiken der Zukunft in bestimmten Bereichen zu appraisen, also einzuschätzen. Und diese Einschätzung ist sozusagen eine aktive, das heißt, das bedeutet auch zur Verfügungstellung von Geldern in diesem Bereich. Ne? Und diese Chancen und Risiken haben sich natürlich seit 2008 zumindest schon verändert. Also zum Beispiel gibt es seit damals, gibt es eine schon davor, aber so in einem größeren Sinn gibt es Hedgefonds, die im Prinzip wetten die aufs Ende des Marktes, das heißt aufs Ende des Kapitalismus. Und welche dieser Hedgefonds haben gerade jetzt mit der Corona-Krise im März gigantische Gewinne eingesammelt, weil die halt alles Putz haben. Also das heißt, die wetten sozusagen auf den Einbruch von Märkten. Das ist sozusagen deren Geschäftsmodell. Also die als kapitalistische Unternehmen wetten im Prinzip auf das Ende dieser Art von Kapitalismus, den wir jetzt haben. Da könnte ich haben gigantische Summen jetzt gerade irgendwie verdient. Jetzt sozusagen nicht mehr, logischerweise, weil das ja wieder alles raufgeht, aber das Geld haben sie schon verdient. Und da gibt es schon einige, also es gibt sehr unterschiedliche, wenn man so will, philosophische Zugänge in den Finanzmärkten, was dieses ganze System soll, wo seine Gefahren liegen, wo seine Hybris liegt, wo seine technologischen Problematiken, aber auch Chancen drin liegen. Also es ist sozusagen relativ, der Verhandlungsspielraum, würde ich sagen, hat sich vergrößert. Die Diskussion ist sozusagen eine breitere, aber auch radikalere geworden. Es gibt einfach radikalere Einstellungen als wie davor. Aber Finanzmärkte sind trotz allem natürlich von einer gigantischen Bedeutung, wie man ja sieht, sonst würde nicht das Geld da reingepuffert. Weil Finanzmärkte sind ja jetzt nicht einfach nur irgendwie Aktien von irgendwie großen oder kleinen Unternehmen etc., sondern ja auch Staatsanleihen,
sehen, also verschiedenste Bonds, ne, alle möglichen Anleihen, können auch Unternehmensanleihen sein und. Das heißt, die ganze Weltwirtschaft ist Teil dieser Zirkulation und Produktion, wie immer sie ausschaut, ob sie gemacht wird oder nicht, ist im Prinzip derivativ auf diese Form dessen, sozusagen der Einschätzung, welche zukünftige Investition in Produktion macht Sinn und welche nicht. Und wenn dann die Frage an den Finanzminister kommt, wie wird das finanziert, sozusagen das Runtergebrochene? Ne? Ein Staat kann sich jetzt überraschenderweise oder nicht bestimmte Ausfälle leisten oder bestimmte Krisen leisten oder bestimmte Zukunftsszenarien, ja, die man halt vorher nicht durchgespielt hat oder von denen man nicht gewusst hat, dass sie durchgespielt werden müssen, sozusagen. Weil das ist ja für alle, die halt sozusagen jetzt das ein bisschen verfolgen, nicht uninteressant, immer diese Frage, wie wird das finanziert, wie wird das finanziert, wie wird das finanziert, jetzt gibt es noch Lockdown und dann wieder Krise und noch wieder und irgendwann sozusagen ist aus und dann muss wieder gespart werden. Ist das einfach nur so ein Mythos, auch so eine Art ritualisiertes Denken, weil das halt weil man so drin hat, so von wegen ausgeben, sparen, oder sind diese Summen eh lächerlich im Gesamtbild, die da im Spiel sind? Ich glaube mal, ich bin jetzt natürlich kein Experte, was das betrifft, aber ich glaube mal, beides stimmt nicht ganz so. Sozusagen lächerlich sind sie sicher auch nicht. Aber dieser Sparzwang, diese Sparidee, das ist klar, dass die natürlich auch eine absolute Ideologie und hat sehr wenig Hintergrund in der Realität, wie wir schon oft gesehen haben. So gesehen können wir, auf der einen Seite können wir froh sein, dass der österreichische Finanzminister nicht so wahnsinnig wichtig ist, denn im Prinzip sind wir in einem Währungsverbund und das ist eigentlich Europa, das wichtig ist und die EZB, die wichtig ist. Gleichzeitig kann der natürlich trotzdem so einen Schaden anrichten, wenn er ganz falsche Politik macht, wie sozusagen ja auch die Regierung an sich. Ne? Man hat ja das gerade gesehen in diesen Verhandlungen in der EU. Ausgaben, die EU tätigt, also zum Ende der Lautbahn, also das Auflegen von Anleihen, die EU selbst finanziert werden. Die Idee auch, dass die EU selbst Gelder einnimmt, indem sie bestimmte Besteuerungen machen, sehr, sehr viel Potenzial hinein oder in das soziale System hinein. Und die österreichische Regierung hat sich ja extrem von den Jahren her sehr jung sein, möchte sie geistig extrem halten, sozusagen. Aber gleichzeitig, glaube ich, gibt es in Europa und auch in der EZB schon auch Leute, die wissen, dass das jetzt nicht die Situation ist, um solche Spielchen zu spielen, sondern dass es jetzt darum geht, einfach Geld zur Verfügung zu stellen. Und Geld ist, also heutzutage gibt es Fiat-Geld, das heißt, das ist alles Geld, das geschaffen wird durch einen Knopfdruck, mehr oder weniger, es wird zur Verfügung gestellt und muss natürlich über die Zeit in irgendeiner Art und Weise zurückkommen. Wobei aber, und das habe ich ja vorher schon gesagt, dadurch, dass die Inflation so niedrig ist, die bleibt, wird auch so niedrig bleiben. Und europäische Länder, wir reden jetzt ja nicht einmal von der EZB, die es ja noch gar nicht gemacht hat aus Europa, sondern bestimmte europäische Länder, die halt international gut dastehen, wie Deutschland und auch Österreich, wenn die Staatsanleihen ausgeben, vor kurzem sogar Negativzinsen hatten, also sofort mehr oder weniger verdient haben, dann sieht man, dass die eigentlich das Gespenst, das da immer dahinter ist, nämlich die Inflation, ne, dass das Geld weniger wert wird und so weiter. Das ist jetzt nicht das Problem. Das heißt, wir können wirklich einfach Geld zur Verfügung stellen. Das kommt ja in den Wirtschaftskreislauf, das geht ja nicht irgendwo hin, das verpufft ja nicht, sondern es kommt im Wirtschaftskreislauf, wenn man es vernünftig macht. Anders wie mit Quantitative Easing, wo es dann einfach herumrennt, mehr oder weniger, oder von der EZB an die Bank gegeben wird und dann wieder in der EZB geparkt wird, nur damit das System an sich Liquidity hat, also flüssig genug ist, dass es laufen kann, und das Vertrauen nicht zusammenbricht untereinander. So können wir jetzt das Vertrauen mehr oder weniger viel breiter ansetzen und es in Bevölkerungsschichten geben und damit den Leuten die Möglichkeit geben, etwas damit zu tun. Also diese Zwangsmaßnahme des Mangels, die ja jetzt sozusagen so anschaut, eigentlich durch diese Fülle an Möglichkeiten, die wir haben, und die Möglichkeiten sind verschiedenst, aber auch geldmäßig, dadurch wirklich könnte man eine sehr, sehr positive Lehre oder auch eine sehr positive Zukunft aus dieser Krise jetzt ziehen, für die nächste Krise kommen werden. Ja, genau, das ist ja nur der Anfang. Ja. Was wir jetzt ein bisschen hinschwenken möchten, ist zu einer Terminologie, die mich auch immer fasziniert bei all deinen ganzen Arbeiten. Und das, da geht es darum, diese Idee von Whistleblower, Renegade,
und sozusagen auch systemuntergrabende oder wackelnde Mechanismen oder Einzelpersonen, die sozusagen immer was bewirken können. Aber du hast ja da mehr als die Einzelperson, die jetzt irgendwie verpfeift oder irgendein System sozusagen zum Kollabieren bringt oder ein bisschen rüttelt, kollabieren sie eh nicht, sondern das ist ja gleichzeitig auch eine Metapher für etwas. Ja? Könntest du kurz was darüber erzählen, was das bedeutet oder wohin du das drehst, diese Idee des Whistleblowers oder des Renegades oder dieser Art von Denken für ein Gesellschaftssystem? Ja, es hat verschiedene Auswirkungen, deswegen ist es kurz gar nicht so einfach, aber im Prinzip ein Kernbegriff, der mir da sehr wichtig ist und den ich einfach sehr spannend finde, ist ein englischer, den kann man auf Deutsch übersetzen, aber dann verliert man sehr viel von dem, was ihn interessant macht, und das ist Resolution, also Resolution. Und den Begriff kennt sicher jeder, wenn man eine Kamera hat, dann hat eine bestimmte Auflösung, das heißt, es sind so viele Pixel, immer bessere Bilder, hat man mehr Daten oder weniger Daten und so weiter und so fort. Also das ist so die bekannteste Begrifflichkeit von Resolution. Aber das Interessante am englischen Begriff ist, dass der so ein semantisches Feld hat, das sehr viele andere Dinge mit betrifft. Und ein simples Beispiel dafür, um das zu zeigen, ist, wenn man sich zurück erinnert, wenn man jetzt an Galileo erinnert, der nimmt das Fernrohr, das er miterfindet, schaut mit dem Fernrohr in den Himmel rauf und plötzlich ändert sich die Welt. Das heißt, er erhöht die Resolution, er erhöht die Auflösung von dem Bild, der mit den Augen durch sozusagen eine Art von Hilfsmittel. Und dadurch sind wir in einer Welt. Und das ist die Welt der Wissenschaft. Plötzlich bedeutet das, dass wir Wissen entwickeln. Also Resolution bedeutet auch sozusagen nicht nur Wahrnehmung und Visualisierung erhöhen oder ermöglichen. Das bedeutet auch Wissensproduktion. Und Wissensproduktion ist ja eine bestimmte Konsequenz oder sollte sie haben. Da geht es um Entscheidungen. Entscheidungsbefähigung und Lösungsansätze und ähnliche Dinge. Und das bedeutet dieser Begriff auch. Und wenn wir den deutschen Begriff Resolution, also Resolution annehmen, dann haben wir genau das. Dann haben wir eine gemeinsame Entscheidungsfindung. Also du hast dieses semantische Feld. Und man könnte jetzt sagen, wenn all diese Bedeutungsebenen so miteinander kursieren, miteinander sprechen, dann hat man ein offenes, demokratisches oder wie auch immer, als System. Man hat, um es in einem anderen Wort zu sagen, man hat Transparenz. Und da sozusagen, das finde ich in dem Sinne spannend, weil Transparenz so ein Begriff ist, der ständig irgendwie verwendet wird, der ständig fast schon um die Ohren kaut. Das ist der klassische, der große Grundbegriff, um den es ständig geht. Und wir wissen alle ganz genau, die kriegen wir nicht. Irgendwie ist es immer vorgeschoben. Es sind immer irgendwelche Asymmetrien dahinter, irgendwie funktioniert es nicht. Und Transparenz eignet sich dafür sehr gut, weil eigentlich ist es ein extrem passiver Begriff. Mit Transparenz kannst du nichts machen, du kannst nur noch schreien und bemühen oder wie was. Danach selbst transparent, aber du kannst nichts tun. Transparenz tut ja auch nichts allein. Ja. Dieses, wenn man nur gewusst hätten, das war ja in den 70ern die große Idee, wenn die Leute mehr wissen oder wenn es mehr Transparenz gibt oder mehr Einsicht oder mehr sozusagen Übersicht, dann würde immer, dass sich dann was ändert. Jetzt weiß man ganz viel und vieles ändert sich auch deshalb nicht. Ja, also, wenn man ja auch gelernt hat, das hat ja auch viel mit Informationstheorie zu tun, dem Verhältnis von Information and Noise. Also man hat sozusagen auch gelernt, dass Information selber ist zwar wichtig, aber wenn ich in einem Informationsmarkt Vorteile haben will, dann nützt mir die Information halt sehr wenig. Eigentlich muss ich Neues produzieren. Also ich muss Asymmetrien produzieren. Das kann jetzt von ganz simplen kleinen Unterschieden in dem, wie ich etwas kommuniziere, also was sind die Nebenwirkungen von etwas, sozusagen in ihrer ganz kleinen Schreibe, also im Gegensatz zu anderen Dingen, bis zu wirklich Betrugsfällen und so weiter und so fort, siehe Wirecard und so weiter. Du produzierst extrem, du produzierst Neues, um in diesem Informationsmarkt Vorteile zu haben. Behauptest aber immer Transparenz. Und das ist sozusagen nur etwas, das ein Phänomen der Blackboxen ist. Also gerade von datengetriebenen, digitalisierten Ökonomien, da funktioniert sowas natürlich nochmal besser aus verschiedensten Gründen. Was spannend an Resolution ist, ist nicht nur, dass es dieses semantische Feld hat, das mehr oder weniger sowas wie Transparenz aktivieren kann. Aber es aktiviert das eigentlich wirklich deswegen, weil jedes Feld in sich selbst mit der Werkzeuge hat. Also Resolution ist nicht einfach nur ein Begriff, sondern es ist eine Toolbox mit sehr verschiedenen Werkzeugen, mit denen man sowas plötzlich herstellen kann, mit denen man agieren kann. Und das ist die eine Seite. Wenn man so will, ne? Und das Whistleblowing? Ja, genau, das war die Seite. Das ist die eine Seite. Das andere ist, wie ich schon gesagt habe, wir haben so sehr viel mit so Blackboxen zu tun. Also die sammeln, wie die Wilden, nutzen das, aber geben nichts her. Also kannst du nicht rein, du hast keine Ahnung, was die da treiben. Von Facebook-Algorithmus hin bis zu Cambridge Analytica, bis was auch immer. Das ist ein sehr, sehr breites Feld heutzutage.
gigantische Neuesproduktion sozusagen. Im Prinzip eine Art von Hyper-Wettbewerb, der nichts mit dem normalen liberalen Wettbewerb zu tun hat, wo sozusagen unter Anführungszeichen gleiche, ähnliche miteinander im Wettbewerb stehen oder mit der Besseren herausstellen. Es geht ja heutzutage einfach nur mehr um Monopolisierung. Das heißt, wer klein ist, versucht die so aufzubauen, dass er von einem Großen gekauft wird. Und die sind sozusagen als Plattform dann in der Lage, sozusagen schon fast so eine Art von Monopol zu entwickeln. Das ist auch diese Diskussion mit dieser Governmentality und Sovereignty, also wo ist die Souveränität, ist sie noch bei den Ländern oder ist sie schon in dem Bereich? Und du kannst in diese ganzen Blackbox einfach nicht hineinschauen. Das heißt, dieses Resolution-Ding ist auch ganz nett, aber wenn du die Adresse nicht kennst, wo du die Daten hast, nützt dir das nichts. Wenn Galileo da raufschaut und ein paar neue Sterne entdeckt, na super, mehr Wissen, wir benennen sie und damit sozusagen hat die Wissenschaft etwas erweitert. Wenn ich jetzt in diesen Datenbereichen wo reinschaue, ich sogar in der Lage bin, reinzutauchen, wo die in Mikrosekunden dahin gehen, und ich kann etwas finden, wo ich sage, das ist kein Datenstaub, sondern das ist definitiv irgendeine Art von Handel oder Tätigkeit oder was auch immer, ich habe keine Adresse, die ich zuordnen kann. Also sozusagen stehe ich mit nichts, ich weiß zwar was, aber es ist sozusagen eigentlich mehr oder weniger totes Wissen. Das ist ein kastriertes Wissen, das ist schon viel. Ne? Und da sozusagen, das kommt sozusagen aus einem Projekt, das ich schon 2014 gemacht habe für Forensics, eine Ausstellung, also Kultur in der Welt. Was da dann ins Spiel kommt, finde ich, also die einzige Ebene noch ist, wo man sozusagen diesen Schritt weiterkommt, der auch interessanterweise aus diesem ganzen algorithmischen, aus dem automatisierten rauskommt, also die Frage, was hat der Mensch überhaupt dafür einen Sinn, und zumindest einen Art von Sinn gibt, ist die, dass man die einzige Chance, wie man da dahinter kommt, ist, indem man eben diese Blackbox zum Sprechen bringt. Und wie macht man das? Wie kann man so Dinge zum Sprechen bringen? Indem von innen die sozusagen nach außen spricht. Ja? Also du brauchst sozusagen, und das machen Algorithmen nicht, sie verraten sich nicht selber, du brauchst Verräter. Also die heutige Revolution, wenn man so will, ist nicht mehr eine, die darauf zielen sollte, oder die wird meiner Meinung nach nicht mehr daran dienen, dass irgendwie von außen Revolutionäre ein System stürzen, sondern es wird immer von innen gehen, indem Verräter mithelfen, dieses System. Und wir brauchen mehr und mehr Leute, die sich auf der Entscheidung zu stehen, sind wir, unterstützen wir die Unternehmung, in der wir sind, unterstützen wir die Verfahren dieser Unternehmungen und so weiter. Also diese oft auch vertraglich unterschriebene Geheimhaltung und so weiter und so fort. Oder gibt es einen größeren Kontext, der wichtiger ist und deswegen sozusagen bewerten wir zu verreden dieses Systems und den anderen Systemen. Aber das ist ja auch das ist nur Visual Pro, das geht ja, auch anders. Aber das hat ja auch extrem viel zu tun mit Wert. Welchen Wert gibt man das? Genau. Das ist dann, wie wird man zum Verräter, mit welchem Wertekontext? Ne? Das ist auch extrem ambivalent, weil jetzt gerade Visual Pro ist ja die bekanntesten sozusagen in dem Fall. Aber es gibt schon andere Bereiche auch, wo das interessant ist. Aber meistens Whistleblower sind ja nicht so, dass die jetzt das System für sich verraten wollen, sondern die sehen ein Problem, das ist für sie sozusagen ein Detail und das wollen sie reparieren. Und da kommt sie kurz drauf, dass keiner will, dass das nicht nur repariert wird, sondern dass keiner will, dass er überhaupt hinschaut. Und dann beginnt dieser gigantische, zum Teil auch katastrophale, extrem riskante Prozess, den Whistleblower oft durchgehen, der ja nicht selten damit endet, dass der Leben zerstört wird. Ne? Ja, aber weil sie eigentlich Reparaturmaßnahmen. Aber das ist auch so wie mit einem Off-Gate-System. Das haben wir überlegt. Greta ist die Whistleblowerin von Klimakrise. Naja, Whistleblowerin ist sie in dem Sinne ja nicht. Sie ist Aktivistin. Und ich finde auch, dass es sozusagen, also Whistleblower ist nur ein Beispiel, um das halt darzustellen. Aber es gibt ja auch sehr viele, also wenn man jetzt zum Beispiel gerade den ökonomischen Bereich sieht, da hat man das so in die Finanzwelt, aber du hast nicht wenige wirklich interessante Versuche, die angewendet werden, wie man neue Formen von Währungen, neue Formen von Wirtschaftsräumen entwickeln kann, die zwar datengetrieben sind, aber die wirklich so versucht gebaut zu werden, dass sie Menschen nutzen. Es gibt ja zum Beispiel in Barcelona diese interessanten Experimente von Jesper Prier, wie diese Idee der Smart City umgemodelt wird, weg von den großen Plattformen, die sich da sozusagen die Daten in die Tasche stecken und damit dadurch einen gigantischen Reichtum vermehren, hin zu einer viel tiefer sitzenden Form von Datenverwendung, die wirklich der Bevölkerung zugutekommt, oder Unternehmungen, die dann etwas machen, das der Bevölkerung zugutekommt. Also da gibt es schon Ansätze, die viel breiter sind,
viel spannender sind und viel mehr eigentlich im Nutzen dessen sind, wie Sozialsysteme oder wie Gesellschaften im kleineren oder größer funktionieren. Aber um diesen Kanon zu ändern, das ist ja wieder ein pädagogischer Ansatz. Das gibt es, das hat bestimmte Wertigkeiten und dann muss auch Common Sense zustande kommen, der vielleicht vom Einzelnen ausgeht, aber sozusagen um etwas umzudrehen oder um etwas um einen Knopf weiterzudrehen, im Zusammenhang mit Whistleblowing oder wie auch immer man das nennt, sondern Leute, die das umdrehen oder anders sehen, um da ein anderes Selbstverständnis zu generieren, ja, braucht es ja mehr als nur die Einzelperson oder die kleine Gruppe oder wie auch immer. Sozusagen die Frage ist ja, mit welchen Methoden und Werkzeugen ist es möglich, ein anderes Selbstverständnis sozusagen zu implementieren? Auch von mir aus in der Politik oder in der Stadtpolitik oder eben in eine Umsetzung. Weil auch hier das Wissen allein reicht ja nicht. Das finde ich so spannend, weil sozusagen das, dann gibt es ja Wissen und dann gibt es sozusagen Erlähmung. Weil natürlich der Common Sense für das Umsetzen fehlt. Oder die Unterstützung oder auf Entscheidungsträgerebene das Selbstverständnis anders ist. Ne? Also kann man sagen, wie kommt man, was könnte man einbauen, um ein anderes Selbstverständnis zu generieren? Das ist Education. Oder Aktivismus oder alles zusammen oder was? Also ich muss dazu sagen, angefangen damit zu beschäftigen, habe ich auch ganz simpel aus einem künstlerischen Interesse. Also wie können wir mit solchen Dingen überhaupt umgehen? Welche Möglichkeiten gibt es im technischen Bereich, gesellschaftlich, künstlerisch und so weiter? Und aus dem entwickelt sich halt so bestimmte Sichtweisen und Hypothesen, wenn man so will. Aber was sich da sozusagen schon noch weiter ermöglicht ist, oder was bedeutet das für Anwendungen? Das ist im Prinzip deine Frage. Und ich glaube, dass sowas natürlich nie auf, also du kannst keinen Schalter umlegen, etc. Das sind graduelle Geschichten. Das hängt auch davon ab, wie die Außenwelt agiert. Und wir wissen ja, also diese verschiedenen Lehre, die wir im Prinzip schon gezogen haben, denke ich, die ist auch nicht so schön, in Europa, dass Solidarität ein Riesenproblem ist. Ne? Und ich glaube, wir brauchen damit sozusagen auch andere Begriffe von Solidarität. Ich finde gerade so etwas wie dieses Resolution-Thema, das Transparenz anders aktiviert, gibt dem Ganzen auch einen anderen Ansatz von Solidarität, weil du Solidarität plötzlich ganz spezifische Situationen anwenden kannst. Es ist jetzt nicht dieser Begriff, dieser Riesenbegriff der Solidarität, der alle und alles sozusagen umschränkt, sondern es geht wirklich um ganz bestimmte Kontexte. Und ich glaube, dass es vielleicht möglich sein könnte, dass Menschen bestimmte Kontexte, die ihnen verständlich oder näher sind, auch eher bereit sind zu unterstützen. Und dass das dadurch sozusagen schrittweise sich mehr und mehr Dinge ermöglichen, durch die wir Menschen sehen, es geht auch anders. Und so in diese Positionen muss man halt an bestimmten Plätzen kommen und die müssen dann in der Lage sein, das auch so gut darzustellen, damit die anderen auch kapieren, es geht anders. Deswegen zum Beispiel das Barcelona-Beispiel. Ja, oder Paris jetzt mit den Radwegen. Ja, oder genau. Und es gibt, zumindest in Europa, gibt es immer mehr und mehr so Beispiele. Es gibt auch immer mehr zum Beispiel Complementary Currencies, also komplementäre Währungen, die in der Zwischenzeit auch auf der Blockchain entwickelt werden, und da Datensicherheit haben, Fairness und was auch immer, wo plötzlich neue Währungssysteme entwickelt werden. Wir haben ja immer mehr Gegenden, die wirklich auch verarmen oder wo es wirklich schwierig ist. Und wenn man dann plötzlich so Umlaufsysteme hat, in denen Menschen sich gegenseitig sozusagen eine Mini-Ökonomie aufbauen können, dann könnte das wirklich sehr positive, im kleinen Sinne, positive Sachen erzielen. Und man braucht einfach immer mehr, glaube ich, von diesen Beispielen, damit man sieht, das geht sehr wohl und es kann eine aktivierte Form von Politik vorhanden sein. Und in Europa, denke ich, hat man diese Optionen stärker, weil wir weniger durchsetzt sind von gigantischen Internetkonzernen, die sozusagen europäisch sind, weil wir sozusagen sowieso diese Vielgliedrigkeit haben und da demokratische Prozesse eine andere Bedeutung noch haben. Also dieses Mitwirken der Leute stärker auf regionaler Ebene, das ist sozusagen auch dieser große Kampf in Europa. Ne? Nationalstaat, Regionen, Städte und so weiter und so fort. Ne? Ich glaube, auf der Ebene wird das entschieden. Der Nationalstaat ist nicht interessant. Na, vielleicht ist es dann wirklich so, wie du am Anfang gesagt hast, vielleicht ist es das Ende der jungen Leute mit alten Hirnen. Weil auf Entscheidungsträgerebene wird ja das Selbstverständnis weniger geteilt. Ne? Da könnte man sagen, warum gibt es auf Entscheidungsträgerebene
diese Art von Selbstverständnis? Warum wird das sozusagen auch in demokratischen Prozessen, in Wahlen, warum wird das sozusagen, woher kommt die Sehnsucht nach dem und nicht nach was anderem? Weil das natürlich mit Unsicherheit verbunden ist. Und Unsicherheit ist wieder Angst. Wahrscheinlich in dem Sinne. Aber man darf nicht unterschätzen, es gibt schon sehr viele unterschiedliche, nennen wir es mal Experimente, aber ich meine, positiv wirklich von Experimenten, die wirklich in der Realität tätig sind, um was Neues auszuprobieren, in ganz Europa, natürlich auch außerhalb, die andere Dinge versuchen und die das auch umsetzen. Das muss halt sozusagen durchdringen in andere Ebenen, klarerweise, aber die gibt es verstärkt und immer mehr. Ich glaube, es wird auch immer mehr Leuten bewusst, dass die Art und Weise, wie dieser Technokapitalismus heute funktioniert, dass der vielleicht nicht unbedingt im Sinne ist einer sozusagen guten Lebens in der Zivilgesellschaft. Und dass die Zivilgesellschaft sich da aufraffen muss. Weil die Zivilgesellschaft ist auch so ein problematischer Begriff, weil das auch ein gigantischer Begriff ist. Und ich denke halt, wir brauchen sozusagen diese Form von Agency, diese Form von Aktivismen und Solidaritäten in spezifischen Kontexten, die sich vielleicht dann irgendwann später zusammenschließen. Ja, finde ich auch. Jetzt ist 1:02, offiziell dauert es bis 1. Ich würde gerne gerade ein bisschen kurz die Gerichtszeitung zu Zoom nehmen. Gerichtsurteil. Ich finde es schön, dass du mir mal alles gesagt hast. Falls man das sieht, aber wahrscheinlich weniger. Erste Gerichtszeichnung. Dankeschön. Jetzt gibt es noch einige, die da drinnen sind. Ich weiß nicht, Barbara, kannst du das aufmachen, falls es noch eine Frage gibt? Die eine oder zwei, drei, vier, fünf, sechs Fragen oder Sonstiges. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Jetzt würde ich das schon ich noch. Ja, kannst du gleich da sitzen bleiben. Gleich aufmachen und ja, falls irgendjemand einen Kommentar hat oder sonstige Sachen loswerden will, dann bitte jederzeit jetzt. Ja, bitte gerne die Stummschaltung einfach deaktivieren oder die Frage in den Chat schreiben. Ja, da schon. Müssen die Leute selber ausschalten. Gibt es noch Fragen? Wie übernehmen wir gemeinsam Risiken? Das ist ja sozusagen. Aber hörst du überhaupt was? Ist es zu leise bei dir? Na, ich höre schon was. Okay. Aber die sind alle auf Stumm. Ja, dann wollen aber Sie nicht fragen. Ja, genau, passt. Ganz einfach. Morgen geht es um Empathie und Anteilnahme. 12 bis 13 Uhr. Vielen Dank. Hiermit beenden wir dieses Ritual. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Danke für die Einladung. Danke fürs Zuhören. Danke für die Einladung. Danke euch beiden. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.